Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. Und hier geht die Misere schon wieder weiter mit dem armen Herrn Fuchs. Nein. Aber ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich das machen kann. Versuch's noch mal. Auf das wäre ich wahrscheinlich so nie gekommen. Aber ich habe ja so meine Mittel und Wege. Und deswegen habe ich da einen guten Hinweis darauf. Okay, also den Eimer. Moment, das ist das Plakat. Ja, ein Plakat brauchen wir auch. Geht gerade nicht. Ja, ja, dann wie aber lange jetzt. Wie soll diese verdammte noch so gehen? So, aber so den Eimer, den können wir nicht wegnehmen. Das ist schon richtig. Und du solltest mehr darauf jetzt müssen wir erstmal das. Ja, ja, ist gut. Benutze das Plakat mit. Nee, die Kohle mit dem Plakat. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich das hinkriege. Das Zeichen des Widerstands. Das sollte überall in der Stadt hängen. So, jetzt müssen wir das wieder auf den Haufen zurücklegen, damit der Herr Fuchs das einpinselt mit Leim. Oder Kleister oder was auch immer das ist. Nein. Auch das hängt nicht ganz gerade. Aber da müssen wir schnell sein. So, ja. Jetzt mach das mal ab und kleistere das andere ein. Hoffentlich wird das jetzt was. So, und dann müssen wir das wieder wegnehmen. Geht gerade nicht. Ja doch, aber jetzt... Es ist meine Schuld, dass du dich nicht mehr mit deinem Essen ablenken kannst. Oh, ich mach dir keinen Vorwurf. So, jetzt haben wir ein eingekleistertes Plakat. Ja, richtig. Das brauchen wir nämlich gleich. So. Ah, jetzt hat er gemerkt, dass das nicht eingekleistert ist, aber hat sich nichts anmerken lassen. Okay, so. Gleich steht die Schildwache wieder auf. So, und jetzt hier das Plakat an den Stuhl kleben. Nein. Zeit, Herrn Schildträger zur Werbefigur des Widerstands zu machen. Genau. Sehr gut. Auf sowas müssen wir erstmal kommen. Nicht abfackeln hier das Ding. So, jawohl. Dass er das nicht sieht, ist komisch, aber okay. Was zum... Was ist das? Hey, Fuchs, hab ich da was auf dem Rücken? Kannst du was sehen? Und ob ich was sehen kann? Was ist da? Klebt da was? Was würde die Ratsvorsitzende wohl dazu sagen, wenn ihre eigene Stadtwache Propaganda für die Rebellen macht? Propaganda? Aber ich hab doch gar nicht... Kein Problem. Ich werde sie schon entfernen. Könnte ein wenig wehtun. Aber nein! Haltet diesen Widerstandssympathisanten! So, jetzt sind wir ihn los. Sogar beide. Ja gut, auf das müssen wir erstmal kommen. Oh, da liegt der Schlüsselbund. Und mit der Kohle kann man nichts mehr machen. Am Schlüsselbund der Stadtwache sind 3 Schlüssel. Einer davon dürfte für die Eingangstür der Wache sein, ein anderer für die Zellen. Ja, dann hin da. Aber wohin jetzt mit dem Schlüssel? Zu der das Tür. Das ist schon das zweite Mal, dass ich einen der größten Helden Aventasiens befreien muss. Ja. Timmy Mauskowitz, Befreier von Helden. Sehr schön, auch nicht schlecht. So, die Tür betrachten. Ja, betrachten wir sie nochmal. Selbst wenn ich eine Möglichkeit finde, das Schlüsselloch zu erreichen, ob ich die Tür aufdrücken kann? Sieht verflucht schwer aus. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Okay, noch selbst was? Selbst wenn ich eine Möglichkeit... Okay, nein. Ja, ist gut, ist gut. So, dann gehen wir doch mal... Mit den Schlüsseln zu Ivo. Ivo, ich habe die Schlüssel. Tatsächlich? Gut gemacht. Bis aber auch da ist. Kommst du ran? Nein, aber hier drin ist eine Decke, die ich in Streifen reißen kann. Dann wirf sie doch einfach rein, aber wahrscheinlich sind sie zu schwer. Ah, sie ist raus. Das wäre das. Du bist ganz dick. Ich bin schwanger. Irgendwie. Wo sind Wilbur und die anderen? Im Untergrund. Ich sag ihnen Bescheid, dass du hier bist. Aber wo... Ja, und da rennt er weg. Ja, und was macht Ivo jetzt? Ja, wir werden es wohl gleich sehen. Was haben wir denn im Inventar? Einen für die Oberstadt, genau, richtig. Und diesen famosen Anglerhut. Ja, können wir hier noch was machen? Uns nochmal umschauen... Aber weiß Ivo denn noch was dazu? Für sie ist das ja neu. Wenn es zu einer Revolution kommt, müssen Statuen immer als erstes dran glauben. Ja, das ist... Ich weiß nicht, wen diese Statue darstellt, aber ich bin mir sicher, dass die Leute der Ratsvorsitzenden sie verunstaltet haben. Die Leute der Ratsvorsitzenden? Nicht ganz.
Oder zumindest bei den Beinen, das weiß ich gar nicht mehr. Nee, in die Unterstadt will ich nicht gehen. Die Tür betrachten. Ja, mal mit Ivos Augen die Tür betrachten. Ich habe keine Ahnung, wie der kleine Rattenjunge mich aus dem Gefängnis geholt hat. Ich glaube, er kommt ganz nach seinem Onkel. Er hat dir den Schlüssel gegeben. Na gut. Ja, okay, weiter. Wenn ich meinen Job richtig mache, gehöre ich bald mit zu den Staatsfeinden. Unter dieser Regierung würde ich das als Auszeichnung betrachten. Ja, 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 genau. So, noch was? Wenn ich meinen Job richtig mache... Nein, okay. Die Plakate... Ja, mal schauen. Plakate. Vom gefeierten Helden zum Staatsfeind Nummer 1,5. Steile Karriere, Wilbur. 0,5. Ja, so, den einmal betrachten. Oder nochmal die Plakate. Nee, geht gar nicht mehr. Okay, dann ein Eimer. Ein Eimer mit einer übel riechenden, klebrigen Schleimmasse. Wenn ich sowas mal brauche, weiß ich, wo ich es finden kann. Okay. Aber mitnehmen besser nicht. So, und ja, bei den Plakaten geht es ja nicht. So, haben wir da noch was? Nochmal die Plakate. Wenn ich meinen Job richtig mache, gehöre ich bald mit. Nö. Okay, gut. Dann müssen wir wohl weiter in die Oberstadt. Oder? Nee. Ach doch, es geht doch noch weiter. Ja, wir können da hoch. Zum Hauptplatz. Ja, oh, Moment mal. Die Leckereien. Salzige Brezel mit Zuckerguss überzogene Krapfen. Die zusammen mit scharfem Senf und etwas Sauerkraut. Das wär's jetzt. Mit scharfem Senf und Sauerkraut. Ja, gut, noch was? Ich glaube, das Baby versucht, mich mental zu beeinflussen. Ja, ich glaube auch. Ich hatte noch nie Heißhunger auf Fischstäbchen mit Vanillesoße. Ja, das ist auch grauenhaft, vor allem Vanillesoße. Okay, aber jetzt hier, hoch zum Hauptplatz. Ach so, das ist der Hauptplatz und der Jorge ist weg. Können wir da... Aha, wir können da hinein. Ja gut, was haben wir jetzt hier noch? Wir schauen uns erstmal hier um. Was, nicht hinuntergehen, hier dahin. Sieht nicht aus, als wäre die schon mal benutzt worden. Ja genau, warum auch? Der Magierturm in Seefels ist berühmt-berüchtigt. Man sagt ihm ein eigenes Bewusstsein nach. Er verwirrt die Sinne. Angeblich sind einige Besucher, die der Turm nicht mochte, nie wieder aus seinem Inneren herausgekommen. Nicht schlecht. Okay. So, Moment mal, das war der Magierturm. Ach, das ist der Magierturm hier und da vorne ist das der Schulturm. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Okay, gut, dann betrachten wir mal den Schulturm noch gesondert. Ja, jetzt will sie nicht. Wilbur hat mir ganz aufgeregt geschrieben, dass ausgerechnet er vom Erzmagier als erster Professor für die Schule... Ich glaube, er war sehr stolz. Aber auch ein wenig eingeschüchtert wegen der Kollegen und der Schüler. Das ist die Art von Sorgen, die wir alle im Moment gerne wieder hätten. Und jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, was sie gesagt hat. Ach ja, egal. So, haben wir hier noch was. Die Waren, ja, betrachten wir mal die Waren. Vielleicht ist da ja noch was Nützliches dabei. Vermutlich wurden all diese Waren angeliefert oder zumindest bestellt, bevor Van Buren die Macht übernommen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Luftschiffkapitän, der noch alle Tassen im Schrank hat, im Augenblick Seefels anfliegen würde. Ja. So, oh, Sternenhimmel können wir auch betrachten. Ja, gut, machen wir das. Alles wird ruhig und friedlich, wenn man den Sternenhimmel betrachtet. Dabei gibt es dort oben unfassbare Gewalt und große Tragödien. Wir schauen nur nicht genau genug hin. Aha, ist mir neu, aber okay, gut. Dann betrachten wir nochmal den Kran und sag doch mal den ersten Satz selbst. Der Kran ist neu. Wenn es ums Geschäft geht, waren die Händler in Seefels schon immer sehr innovativ. Einer wollte mir einmal die Lizenz für einen Apfel verkaufen. Der Apfel sollte mir nicht gehören, nur das Recht, ihn zu essen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Geschichte wäre nicht gut ausgegangen, wenn ich mich darauf eingelassen hätte. Ja. So, nochmal Sternenhimmel. Ich habe als Kind mit meinem Vater nächtelang im Elfenhain auf dem Rücken gelegen und die Sterne beobachtet. Er erzählte mir von fremden Welten und manchmal, wenn die Nacht besonders klar war,
glaubte ich mit bloßem Auge die Sternenschildkröte erkennen zu können. Von einer Sternenschildkröte habe ich noch nie was gehört, aber okay, gut. Im Glauben der Elfen ist das wohl so. So, den Sternenhimmel haben wir jetzt schon zweimal betrachtet, ich glaube, das reicht jetzt mal. Wir können das immer noch machen. Nochmal? Von dort oben betrachtet müssen unsere Probleme klein und unbedeutend erscheinen. Gewiss, alles ja. Gute, alles Böse auf dieser Welt, jeder Elf, Mensch, Zwerg oder Gnom, alle Liebenden, jede Idee, jedes Kunstwerk, alles, was jemals gebaut wurde, all das existiert auf einem winzig kleinen Punkt, umgeben von Schwärze. Und trotzdem ist es wert, dafür zu kämpfen. Denn unseren Punkt gibt es nur einmal. Ja, soweit man weiß, sagt sie da immer noch was von dazu. Von dort oben betrachtet müssen unsere Probleme... Alles Gute, all okay. Das und... Ja, ja, ist gut. So, das hätten wir. Was haben wir denn da noch? Haben wir denn überhaupt noch was? Ja, den Sternenhimmel. Okay, wir können hier wieder zurückgehen. Aber dann... Ach, Moment mal, die Schule. Wo ist denn die Van Buren? Die ist doch... In der Schule, ja. Im Zimmer von dem Rektor. Okay, von Bloch. Wo ist denn der Bloch eigentlich? Genau, den haben wir noch gar nicht gesehen jetzt. Vielleicht ist er ja da drin. Also, wir gehen jetzt da mal hinein. Ich sollte kein unnötiges Risiko eingehen. Besser, ich rede erst einmal mit Wilbur und den anderen. Okay. Ich bin überzeugt. Also gehen wir erstmal da nicht hinein. Dann müssen wir wohl wieder nach unten. Irgendwo muss ja der Timmy wieder auftauchen. Aber hier ist er wohl... nicht. Kann man hier noch was machen? Habe ich da noch was übersehen? Oh, Moment mal. Und übrigens, wo ist denn der X hin? Nö, weiß ich gar nicht. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Seefels ist dieser Tage ein gefährliches Pflaster. Aber hier draußen kann ich wenigstens etwas dagegen tun. Das stimmt, ja. Okay, und dann nochmal die Plakate, aber das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. So, dann gehen wir mal wieder in die Unterstadt. Irgendwie müssen wir da jetzt weiterkommen. Ach, da ist Jorge. Oh, du bist es. So spät noch am Arbeiten? Die Arbeit des fleißigen Händlers ist nie beendet. Wenn du mich entschuldigen würdest, ich fahre in den Urlaub. Du machst Urlaub und wer kümmert sich so lange ums Geschäft? Interessante Dinge. Der Zugang zum Unterland, wo ist der noch gleich? Ja, der ist da natürlich, das wissen wir jetzt. Aber Ivo weiß es noch nicht. So, du machst Urlaub, ja, das finde ich mal interessant. Wer kümmert sich ums Geschäft, wenn du im Urlaub bist? Laufkundschaft gibt es eh keine mehr. Wir konzentrieren uns erst einmal auf die Produktion. Und wenn ich zurückkomme... spreche ich mit der Ratsvorsitzenden über die Erschließung neuer Märkte. Dieses Gelächter. Ja, interessante Dinge. Und das sind Tribbles, die du da verkaufst? Frisch produziert. Durch Anstrengungen des Managements konnte die Produktion entscheidend optimiert werden. Dann muss es nur noch jemanden geben, der so etwas haben will. Daran arbeite ich. Jedes Schulkind im Lande braucht so eine magische Schiefertafel, wie ich finde. Ich werde das bei der Ratsvorsitzenden ansprechen. Okay. So, der Zugang zum Untergrund. Was meintest du noch? Wo befindet sich der Zugang zum Untergrund? Ich meinte gar nichts. Und du hast da nichts zu suchen. Wo genau wurden diese flauschigen Dinger hergestellt? Nicht im Untergrund. Und dieses Plumpsklo führt nicht dorthin? Nein. Dann darf ich es mal benutzen? Oder ist die Spülung kaputt? Ich weiß nichts vom Untergrund. Ich will nur einen ehrlichen Taler verdienen. Warum gönnt mir das keiner? Ich gebe diese Scheußlichkeiten in der Schule ab. Dann bin ich erstmal weg hier. Gut, weg hier. Ja, das ist das Stichwort. So, aber... Die Tür hat er offen gelassen. Na gut. Wir müssen da mal rein. Eine gute Tarnung für einen geheimen Zugang zum Untergrund. Niemand will allzu genau wissen, wohin die Dinge verschwinden, die man auf dem Plumpsklo zurücklässt. Und vor lauter Aufregung hat der Händler auch noch das Vorhängeschloss vergessen. Hab ich's mir doch gedacht. Hallo? Ist da jemand? Ivo? Bist du das? Wilbur, was machst du nur für Sachen? Naja, also, das war nämlich so...
Und dann hat er uns nicht hochgezogen. Und dann kam Timmy und meinte, du wärst in der Stadt. Und dann hast du Wilbur gerufen und ich habe... Danke, ich bin jetzt im Bilde. Eine ziemlich lange Geschichte. Ja, aber auch spannend, oder? Und manchmal witzig und ein bisschen traurig und... Was sind die nächsten Schritte? Wie verwandeln wir den Erzmagier zurück? Also, eigentlich wollte ich... jemand anderes sollte... Wilbo wollte abhauen! Was? Okay, so, nicht so richtig, ja. Schnee von gestern... Nee, also jetzt bleiben wir in der Rolle, ne? Jetzt müssen wir erstmal hier das nochmal ein bisschen gerade biegen. Also fliehen. Naja, nicht so richtig. Natürlich nicht. Wir können dieser schrecklichen Van Buren nicht einfach die Stadt überlassen. Und nach allem, was wir wissen, schleicht Munkus hier auch noch irgendwo durch die Gegend. Was unternehmen wir? Als erstes hole ich euch nach oben, schätze ich. Dann können wir zusammen überlegen, wie wir den Erzmagier befreien. Aber Remy hat recht. Solange der Zauberstab nicht zerstört ist, können wir Van Buren nicht besiegen. Meister Alistair wird schon wissen, was zu tun ist. Verlasst euch nicht auf mich. Verlasst euch auf euch selbst und auf eure Freunde. Was? Du musst lauter sprechen. Das hat der Erzmagier immer gesagt. Remy hat ihm geglaubt. Deswegen hat er die Sache selbst in die Hand genommen. Was ist mit Remy? Er verlässt sich auf mich. Ich folge ihm und wir werden einen Weg finden, den Zauberstab zu zerstören. Zieh du die Zombies und Nate nach oben und lass dir etwas wegen des Erzmagiers einfallen. Vielleicht können wir uns auch ein wenig gegenseitig helfen. Wir können Gegenstände über den Korb austauschen und über das Loch miteinander reden. Na schön. Klingt wie ein Plan. Hol Esther, Gulliver. Zeit, frische Luft zu schnappen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Wilbur. Schon gut. Unser zweites Kind wird auf jeden Fall Wilbur heißen. Wie sieht's aus, Nate? Lust, die Sterne zu sehen? Okay, und ich habe das richtig verstanden. Ja, so wie es aussieht. Du wartest hier, Timmy. Aber ich kann helfen! Das tust du. Wenn du angsterfüllte Schreie aus dem Loch hörst, dann lass dir was einfallen. Du wirst Onkel Remy doch finden. Klar. So, jetzt ist gut, ja. Okay, sie haben fertig gesprochen. Ja, und Wilbur will da jetzt runter. Da freue ich mich schon drauf. So, wir haben ein Seil und haben wir noch was? Ja, diese Mütze da. Okay, ja, das Seil. Das binden wir um den großen Stein herum. Das so, wie es Remy auch gemacht hat. Das Seil hat zweimal gute Dienste geleistet. Ach, das ist das Vielleicht hier. Tut es das auch ein drittes Mal. Okay, ja. So, ein Seil. So, Remy hat das ja auch gemacht, allerdings mit einem wesentlich kleineren Stein, aber es hat wohl genutzt. Aha. Früher oder später musste es wohl so kommen. Ja. Okay, und er lässt sich runter. Jetzt bin ich gespannt, wie es da aussieht. Oh. Hallo? Noch einer. Jahrelang war niemand hier und jetzt so ein Verkehr? Ich bin da mal weg. Nee. Es ist ziemlich dunkel, oder? Ja. Nicht, dass ich etwas gegen gruselige Stimmen aus der Dunkelheit habe, aber könnten wir vielleicht ein Licht anmachen? Warum ist es dunkel und wie könnte man für Licht sorgen? Der junge Held stand, umgeben von tiefster Dunkelheit, in einer Säule aus Licht. Und die Stimmen sagten: Zwei Trolle schauen den Mond an. Fragt der eine: Was glaubst du, gibt es Leben auf dem Mond? Daraufhin der andere: Klar, es brennt doch Licht. Ganz toll. Ja, den hören Sie wohl jeden Tag. So, dies. Hallo? Wer ist da? Ich bin Wilbur, sagte der hässliche Zwerg, während er in die Dunkelheit starrte.
Hey, ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Gnom. Und Mama sagt, ich bin ein stattlicher kleiner Kerl. Verteidigte er sich, aber die Dunkelheit war wenig beeindruckt. Als nächstes sagte der Zwerg. Ja, sehr gut. Das ist schön gemacht hier. Das gefällt mir. So, wer seid ihr? Kommt ans Licht. Ne, ins Licht. Wer seid ihr? Und warum kommt ihr nicht ins Licht, damit ich euch sehen kann? Wir können nicht. Wir könnten schon, wir wollen nur nicht. Wir sind Götter. Wir können alles. Ihr seid Götter? Wie vom Blitz getroffen stand er da, während die Implikationen einen wilden Tanz in seinem Kopf vollführten. Eigentlich nicht. Sollten sie aber. Du sprichst mit Göttern. Was genau sind Implikationen? Ey, zwei Kannibalen verspeisen einen Clown, sagt der eine. Der schmeckt aber komisch. Halt die Klappe, ich etabliere eine Stimmung. Wäre es nicht Zeit für ein Rätsel? Das finde ich auch, ja. Sonst wird es nämlich langweilig. Wenn ihr wirklich Götter seid, dann sorgt doch für Licht. Ja genau, das wäre doch mal was. Wenn ihr Götter seid, könnt ihr dann nicht so etwas sagen wie, es werde Licht und alles wird hell? Oh, zwei Trolle schauen den Mond an. Fragt der eine, was glaubst du? Gibt es Leben auf dem Mond? Nicht schon wieder. Ja, genau, nicht schon wieder. Da könnten wir Licht machen. Es könnte auch einfach hell in dieser Höhle sein. Aber wo wäre dann die Herausforderung? Aber, sagte der kleine Zwerg, warum muss immer alles so kompliziert sein? Und stampfte mit dem Fuß auf den Boden. Was? Du musst mit dem Fuß auf den Boden stampfen. Was für Götter seid ihr? Nun, wir sind... Stopp! Er muss erst für Licht sorgen. Ja, das sind gar keine Götter. Ich weiß ja nicht, was es stattdessen ist, aber wir werden es schon noch herausfinden. So, ich suche einen Freund. Ist hier eine Ratte mit Hut vorbeigekommen? Fragte der Gnom mit tapferer Stimme. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass er die Höhlen ohne seinen Freund verlassen würde. Du weißt etwas über Remy? Das nennt man eine Vorahnung. Man benutzt sowas, um sein Publikum bei Laune zu halten. Etwas anderes als völlige Dunkelheit zu zeigen, könnte auch helfen. Erst muss er das Rätsel lösen. Was ist denn nun mit Remy? War er hier? Wo ist er hingegangen? Einen habe ich noch. Ach nee, nicht schon wieder. Sagt ein Beamter zum anderen, ich weiß gar nicht, warum uns keiner mag. Wir tun doch nichts. Ja, den kannte ich schon. Was hat denn das mit der Geschichte zu tun? Ich werde mich hier mal ein wenig umsehen. Bis später. Danke fürs Gespräch. Ich werde mich etwas umsehen. Nicht ohne Licht. Ey, zwei Kannibalen verspeisen einen Clown, sagt er. Okay, das war's. Den kannte ich schon, ja, den hat der Levi schon mal gesagt. Den Witz hast du, glaube ich, vorhin schon mal erzählt. Kein Grund, ihn nicht immer und immer und immer wieder zu erzählen. Ey, der ist gut. Nee, der ist nicht gut. Was auch nicht gut ist, dass wir hier Licht haben. Und was auch nicht gut ist... ist, dass die Folge schon wieder zu Ende ist. Ja gut, in der nächsten Folge werden wir Licht machen, hoffe ich doch. Und wir können dann auch mal hier zu Ivo wechseln. Aber erstmal bleiben wir noch hier und sorgen mal für Licht. Aber das, wie gesagt, in der nächsten Folge. So viel erstmal, bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bei Book of Undertale 2.